Moin. Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist 17.30 Uhr an einem Freitagabend. Ich bin hier auf der Flughafenterrasse des Düsseldorfer Flughafens und habe gedacht, ich drehe mal eine kleine Reportage vom Düsseldorfer Flughafen, was an einem Abend so passiert. Einen Rundgang über den Düsseldorfer Flughafen habe ich noch gemacht oder schon gemacht, als die Air Berlin noch da war. Dort, wo die Air Berlin Schalter jetzt sind, sind jetzt die Eurowings Schalter. Ich denke mal, ich werde hier ein, zwei Shots machen, hier von der Terrasse am Düsseldorfer Flughafen. Ja, ihr könnt sehen, richtig dunkel. Und ich habe gerade die Terrasse für mich alleine. Ist mal richtig schön. Mal schauen, ein, zwei Shots hier von der Terrasse. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut mal in meine Playlist Flughäfen rein. Würde mich auch freuen über einen Daumen nach oben. Jetzt viel Spaß mit meinem Video vom Düsseldorfer Flughafen. Ja, im Hintergrund seht ihr die ANA, den Dreamliner nach Tokio Narita. Hat leider jetzt nicht die Heckflosse und das Licht an, aber ich denke, man erkennt ihn. Ja, dort unten seht ihr das Volomica. Hier wird jetzt gleich eine Eurowings reinfahren auf Gate B08. Da vorne erkennt man schon was. Diese Eurowings-Maschine wird jetzt hier reinrollen. Ja, die Eurowings-Maschine, die ihr im Hintergrund seht, die wird gleich gepushbackt, das heißt zurückgeschoben, da sie ja keinen Rückwärtsgang hat. Das werde ich noch mitnehmen und dann beginnen wir unseren Rundgang hier auf dem Düsseldorfer Flughafen. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, Playlist Flughäfen. So, jetzt habt ihr ein paar Impressionen hier von der Flughafenterrasse bekommen. Lufthansa in der neuen oder alten Lackierung, wie ihr sie sehen wollt. Es gibt jetzt zwei dunkelblaue Töne. Habt ihr jetzt gesehen? Was findet ihr die beste, alte oder neue Lackierung Lufthansa? Also ich finde die alte schöner, aber entscheidet selber. Jetzt beginnen wir mit der Tour.
im Hintergrund die Check-in-Schalter der Eurowings. Früher waren dort die Schalter der Air Berlin. Ja, ist noch immer ein bisschen Betrieb hier. Jetzt gehen noch ein paar Züge raus. Aber drehen wir erstmal unsere weitere Runde hier auf dem Düsseldorfer Flughafen. Flughafenterrasse habt ihr ja gesehen. Jetzt gehen wir erstmal eine Etage tiefer. Oder nein, gehen wir jetzt erst zu den C-Gates. Denn heute Abend für den Flug des A380 von Emirates nach Dubai ist bestimmt schon Boarding. Ja, ich bin jetzt hier im Bahnhof der S11 nach Bergisch Gladbach am Terminal in oder unterm Düsseldorfer Flughafen. Sie wird gleich reinfahren. Mal schauen, ob ich auch ein bisschen Transporting jetzt mache in diesem kurzen Video. Ja, den Pushback der einen Maschine, der Lufthansa-Maschine mit neuer Lackierung, habe ich euch gefilmt. Dafür aber nicht den angekündigten Pushback der Eurowings-Maschine. Ich habe noch nie in einem Vlog von mir die Lufthansa mit neuer Lackierung gefilmt. Deswegen habe ich gedacht, Eurowings habe ich jetzt beim Reinrollen schon gefilmt. Da kann ich auch mal eine Lufthansa mit neuer Lackierung reinnehmen. Findet ihr, das war richtig oder hätte ich lieber die Eurowings filmen sollen? Schreibt mir dazu mal bitte einen Kommentar in die Kommentare. Ja. Die S11 ist jetzt eingefahren. Ich hätte sie gerne von vorne bei der Einfahrt gefilmt. War ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich sie jetzt von hinten gefilmt. Und jetzt ziehen wir weiter nach P7. Ein Spotterpunkt, der beim Spottern wirklich beliebt ist, wenn die Flughafenterrasse geschlossen ist. Das ist heute nämlich schon 19 Uhr. Das heißt, in einer guten halben Stunde. Deswegen möchte ich euch auch diesen Punkt nicht vorenthalten. Wir gehen gerade hier aus dem Bahnhof raus. Ein paar Treppen steigen, aber das ist ja kein Problem. Und jetzt geht's weiter. Jo, ich nehme euch jetzt einfach mal vorwärts mit. Ja, jetzt fahren wir mit dem Aufzug auf P8. Mal schauen, welcher Aufzug zuerst kommt. Der rechte wird mir nämlich schon angezeigt. Ja. Schöne Sache. Ja, im Vordergrund Lufthansa Technik und im Hintergrund etwas weiter weg Pushback einer Lufthansa Maschine. Ja, hier oben ist es ein bisschen windiger auf Etage 8. Hier seht ihr mal alle Vorfeldpositionen des Düsseldorfer Flughafens. Es gibt da, wo die C- und B-Gates sind, auch noch mal ein paar. Das sind
die Hauptpunkte. Dort rollt die Lufthansa-Maschine. Ich hoffe, man kann sie erahnen. Ich stehe hier gerade in einer Rauchwolke, die warm ist. Ja, nochmal ein Blick auf die Vorfeldposition. Da es wirklich hier ganz schlimm am Regnen ist, ziehe ich wieder ab. Ihr habt ein paar Impressionen bekommen. Hier ist also der Punkt, der Spotterpunkt, wenn zum Beispiel so wie heute ab 19 Uhr die Flughafenterrasse zu ist. So, 18.33 Uhr hier am Düsseldorfer Flughafen. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen Hunger, denn ich bin direkt von der Arbeit nach hier gefahren. 14.30 Uhr Feierabend. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe jetzt 2,5 Stunden gebraucht zum Düsseldorfer Flughafen, da die Deutsche Bahn das ein oder andere Problemchen hatte. Ja, aber das kennt man ja, Deutsche Bahn und so. Jetzt geht's erstmal was futtern. Ja, wir sind jetzt übrigens in den Ankunftsbereichen. Es gibt 6 Ausgänge aus dem Sicherheitsbereich. Ja, ich bin jetzt hier am Hauptbahnhof angekommen, des Düsseldorfer Flughafens. Ihr habt es gesehen, 1932 E1 Richtung Aachen. Wir haben es jetzt knapp 19 Uhr. Das heißt, ich habe noch 25 bis 30 Minuten Zeit, ein bisschen Transporting zu machen. Das machen wir jetzt auch, aber trotzdem neigt sich dieses Video zum Ende hin. Ja, wie gefällt euch dieses Video? Mal einen Rundgang am Abend. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja, da hinten kommen jetzt mehrere Züge. Rechts müsste der E2 sein. Links ein ICE. Und rechts dann gleich Richtung Düsseldorf eine S1. Ja, 2. Versuch ICE 3 hier am Düsseldorfer Flughafen im Dunkeln. Mal schauen, ob es diesmal besser klappt. War natürlich kein ICE 3, das war ein Intercity. Ich denke, dieser Schuss war besser. Ja, außer S1 habe ich euch jetzt nicht mehr gefilmt. Ist einfach zu dunkel. Den ICE konnte man auch schwer erkennen. Aber den R2 mit der schönen blauen Beleuchtung finde ich richtig schön. Das soll es aber gewesen sein. Ciao mit V, euer Robin. Schaut wirklich mal in die Playlist Flughäfen rein. Würde mich freuen, wenn ihr auch in die anderen Playlists reinschaut. Tschüss.
euer Robin.